dort, wo es dann eine Unterschrift benötigt und die elektronische Signatur eingesetzt wird, entfallen die Prozesswege. Die elektronische Signatur ist ein Teil der ganzen Digitalisierung. Das gehört dazu, wenn wir durchgängig digital arbeiten wollen. Wir fokussieren uns im Moment primär auf den Kundeneröffnungsprozess, aber auch auf einzelne nachgelagerte Eröffnungen, wie zum Beispiel die Eröffnung eines Säule 3a-Kontos. Bei der Evaluation haben wir verschiedene Anbieter angeschaut. Scribble war der einzige Partner, welcher mehrere Must-Haves out of the box erfüllte. Das ist zum Beispiel die qualifizierte elektronische Signatur nach EU-Recht und insbesondere nach Schweizer Recht. Aber auch diese offene Plattform, dass wir als Bank oder als Versicherung den Signaturprozess anstoßen können, aber auch der Kunde. Und das Ganze ließ sich jeweils sofort überprüfen. Also wir mussten keine Testdatenbank erstellen, um das zu testen. Was man sicherlich sagen kann, dort, wo es dann eine Unterschrift benötigt und die elektronische Signatur eingesetzt wird, entfallen die Prozesswege. Es braucht keinen Postboten mehr, welcher einen Brief, ein Papier von A nach B transportiert. Entsprechend ist auch die Durchlaufzeit viel, viel schneller und die Rechtssicherheit ist erhöht. Der Evaluationsprozess war eine lange Geschichte, wo es auch viele politische Arbeit benötigte. Viele Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Bereichen haben ihre Anforderungen platziert und dann ging man in eine klassische Evaluation, wo am Schluss Scribble als Sieger hervorging.